Meine Bambina wohnt hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Okay. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich zählt. Wir waren nur 2 Tage zusammen und... Und sie hat dich abblitzen lassen. Und sie hat mir die ganze Zeit eine Pistole an den Kopf gehalten. Nö, das zählt schon. Ich glaube, Krawallgol steht auf mich. Krawallgol? Ja, weil sie echt was drauf hat, verstehst du? Scheinbar ist ihr ganzes Temperament auf einer Datasette gelandet. Oh je, dann sei lieber vorsichtig. Glaub mir, ich kenne die Sorte Frau. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss, können sie ganz zahm und verspielt sein. Aber eine falsche Bewegung, ein falsches Wort... Und sie fahren ihre Krallen aus. Ich muss ihr jetzt aber keinen Kratzbaum kaufen, oder? Das Einzige, was hilft, sind die richtigen Worte. Bei meiner Bambina war es genau so. Okay. Ich musste nur den einen entscheidenden Satz sagen und zack, schon wurde aus dem Tiger ein zahmes Hauskätzchen. Warum seid ihr dann nicht mehr zusammen? Naja, ich wurde heiser und sie kam schneller an den Waffenschrank als ich zur Tür. Oh, das ist doof. Wie lauten denn diese mysteriösen Worte, mit denen man temperamentvolle Frauen bändigen kann? Vergiss es, Rufus. Diese Worte haben schon genug Schmerz verursacht. Aber mittlerweile muss die Wunde in deinem Herzen doch wieder verheilt sein. Es geht hier nicht nur um mein Herz, Rufus, sondern auch um mein Schultergelenk, ein Bein und den linken Lungenflügel. Okay. Erzähl mir mehr von deiner Bambina. Tja, sie ist die temperamentvollste Frau, die ich kenne. Ihr gehört der Waffenladen in Klein-Venedig. Ein echtes Mordsweib. Auch wenn sie nie verurteilt wurde. Es ist schon eine Weile her. Da habe ich mein Herz an sie verloren. Gott sei Dank hatte Doc noch ein Spenderherz auf Lager. Okay. Das machen wir später. Ich glaube, Lady Goal steht auf mich. Lady Goal? Ja, sie ist echt vom Allerfeinsten. Eine richtige Klassefrau, so mit Stil und großen, Etiketten. Etikette? Ich werde sie mit meinen Gentleman-Manieren noch schwer beeindrucken. Meinst du nicht, dass du dir da vorher ein paar Tipps holen solltest? Sprich doch einfach mal mit Seagull. Der wohnt in der Oberstadt. Wenn dir einer weiterhelfen kann, dann er. Okay. Eigentlich brauche ich gar keine Tipps. Genau. Tu einfach, was dein Herz dir sagt. Ich hole genau. Derweil schon mal den Verbandskasten. Gute Idee. Das Frauenthema machen wir später. Wo sind wir hier eigentlich? Das ist der schwimmende Schwarzmarkt. Da wolltest du doch hin, oder nicht? Doch, schon. Ich habe ihn mir aber irgendwie kleiner vorgestellt. Schon die Orientierung verloren? Verloren würde ich nicht sagen. Wir haben uns mehr so aufgeteilt, damit jeder die Umgebung aus seiner eigenen Perspektive kennenlernt. Ja gut, der ist gut. Der Gag ist gut. Bis so. Später. Verlauf dich nicht. So, und ich würde mal sagen, wir widmen uns dann noch der letzten Goal, die noch aussteht. Die Lady Goal, die hatten wir schon. Nehmen wir die Goal. Manu, wie bin ich denn hier gelandet? Das fragen sich die meisten, aber die wenigsten wollen die Antwort wirklich hören. Du bist lustig. Oh, ja, so wie es aussieht, ist das müsste doch, glaube ich, das ist die andere Goal. Ja, steht noch nicht dabei, welche das ist. Gut, ich weiß natürlich schon, aber naja. Sie ist süß. Sie passt zu mir. Oh, du bist es. Wie schön. Ja, ja, das ist die kindliche Goal. Hier lungerst du also rum. Tue ich das? Ist ja verrückt. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Tja, wie man doch so verschiedene Ansichten auf eine dieselbe Sache haben kann. Ist doch egal, wie du hierher gekommen bist. Viel wichtiger ist, ich weiß, wie du hier wegkommst. Sag Zeppelin, bitte, bitte, sag Zeppelin. Nein, nicht in einem Zeppelin. Oh. Vielleicht ja später. Yippie. Du musst mit zu Doc kommen. Bin ich denn krank? Nein, nein. Oh Himmel, jetzt merke ich es auch. Ich glaube, ich habe Fieber. Du bist nicht krank. Mein Hunger ist ganz taub. Kannst du mal gucken, ob mein Zäpfchen angeschwollen ist? Jetzt hör doch mal zu. Du bist nicht krank. Puh. So ein Glück. Ich dachte schon, ich muss zu Doc. Aber du musst ja auch zu Doc. Huch, bin ich denn krank? Na, das kann ja noch lustig werden.
Okay. Komm doch bitte einfach mit. Wohin? Na, zu Doc. Wer ist Doc? Sag mal, bist du auf den Kopf gefallen? Ich weiß nicht. Bin ich? Ach ja, da war was. Mhm. Erinnerst du dich denn gar nicht? Na doch. Du bist Rudi. Rufus. Puh, das ist anstrengend. Mein Kopf fühlt sich an, als hätte mich ein brennendes Sägeblatt an der Schläfe getroffen. Offensichtlich kannst du dich an gar nichts erinnern. Umso wichtiger, dass du mit zu Doc kommst. Wahrscheinlich hast du recht. Du bist so ein guter Freund, Rudi. Schon? Also kommst du? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen verhindern, dass der Organon Deponia sprengt. Habe ich richtig gehört? Ihr wollt den Organon stoppen? Sag jetzt nicht, dass ihr auch zu diesen Widerstandsspinnern gehört. Widerstand? Wovon redest du? Na, wovon schon? Von Janosch und seinen Leuten natürlich. Mhm. Janosch? Ich habe ihm 1000 Mal gesagt, dass ich keine konspirativen Treffen in meiner Bar dulde. Es fängt an mit Tod im Organon und endet damit, dass ich die Erdnussflips aus der Jukebox pulen muss. Hast du das gehört, Rufus? Eine echte Widerstandsbewegung. Ich hab's gehört, ja. Unglaublich spannend. Aber viel wichtiger ist doch, dass du mit zu Doc kommen wolltest. Wir reparieren dein Gehirn. Und das geht jetzt nicht. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen. Ja, was? Okay. Kommst du jetzt endlich mit zu Doc? Aber Rufus, ich kann doch in so einer Situation nicht an mich selbst denken. Das Schicksal der ganzen Welt steht auf dem Spiel. Ich dachte, wir retten die Welt von Elysium aus. Nein, man kann die Welt nicht vom Schreibtisch aus retten. Okay. Ich dachte auch mehr in einem Liegestuhl. Weißt du denn gar nichts über Widerstandskämpfe? Man muss erst viele kleine Funken sprühen, um ein Feuer zu entfachen. Ja. Nein. Das geht schneller. Echt mal, Rufus. Und ich hab dich für einen Aktivisten gehalten. Wie Janosch. Bin ich ja auch. Am liebsten mag ich Freizeitaktivitäten. Also sagen wir es mal so, schneller Feuer entfachen geht auch. Man nimmt einfach einen Bunsenbrenner. Oder so Flammenwerfer. Aber ich glaube, den muss man auch erstmal irgendwie entzünden. Na egal. Ja. Kommst du jetzt endlich mit zu Doc? Aber Rufus, ich kann doch in so einer Situation nicht an mich selbst denken. Das Schicksal der ganzen Welt. Ja, okay, das hat man schon. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Ich weiß nicht. Kannst du zaubern? Natürlich. Ich bin ganz groß darin, Gegenstände verschwinden zu lassen. Hui! Schade, dass wir keine Zeit dafür haben. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen, wie Janosch. Puh, muss das wirklich sein? Oh, bitte! Na gut, aber dann kommst du mit zu Doc. Na klar, ein echter Widerstandskämpfer kommt überall hin mit. Okay, gut. Wir müssen uns also darum bemühen, uns dem Widerstand anzuschließen. Okay, gut. Hey, Baby. Meinst du mich? Okay. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Schon irgendwie, ja. Oh, aha. Schau mir in die Augen, Kleines. Mhm. Ist dir eine Kontaktlinse verrutscht? Hier ist es so schummrig, ich kann kaum etwas erkennen. Hat sich erledigt. Oh, schade. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Ich habe gerade angefangen, den Insekten auf der Theke Namen zu geben. Das hier ist Ronny, das ist Donny und das hier ist Prinzessin Hinkebein. Warum humpelt Prinzessin Hinkebein? Sie ist traurig, weil sie so alleine ist. Was tust du? Nun ist Ronny Prinz Hinkebein. Oh, wie süß. Du bist ja ein echter Tierfreund. Ja, ja. Ja, okay. Ich geb's auf. Was gibst du auf? Nicht weiter wichtig. Wahrscheinlich ein Paket. Wie schön. Ich denke mal, der gibt wahrscheinlich ein Paket auf. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Oh, das ist so lieb von dir, Rufus. Aber ich habe gerade erst die Schokolinsen aufgegessen, die hier auf dem Tresen standen. Schokolinsen? Hier gibt's keine Schokolinsen. Und wo zum Teufel ist die Schüssel mit den Muttermalen, die ich mir abgepult habe? Die kann nicht weg sein. Sowas stiehlt doch niemand. Ja, okay. Janosch, wer ist denn schon Janosch? Ja, das würde ich auch zu gern wissen. Das war eine rhetorische Frage. Janosch ist der Anführer des Widerstands. Du redest in einer Tour von ihm. Echt jetzt? Er muss ein Teufelskerl sein. Ach ja. Du grüne Neune. Okay. Gut. Warte hier, ich bin gleich zurück. Oh ja. So, und ich würde mal sagen, hat Boso noch irgendwas zu erzählen? Hallo, Boso! Ah, Rufus, was liegt an?
ziemliche Spannung wahrscheinlich. Nochmal zum Thema Frauen. Muss das sein? Die Wunden aus meiner letzten Beziehung sind kaum Ach, komm schon, Pinsel. Sei doch mal nicht so melodramatisch. Genau. Aber es stimmt. Eine Kugel steckt sogar noch im Bein. Stell dich nicht so an. Genau, Baby Goal. Ich glaube, Baby Goal steht auf mich. Baby Goal? Ja, weil sie echt süß ist und so. Dummerweise ist sie auch sehr gutgläubig. Na, dann hast du doch freie Bahn. Geh zu ihr und sprich sie an. Och, ich weiß nicht. Ja gut, dann kümmern wir uns jetzt mal um seine Bambina. Ich finde, du solltest deiner Bambina mal einen Besuch abstatten. Was? Nein, vergiss es. Ach komm schon, sie klingt echt scharf. Könnte dir die Kehle aufschneiden und würde... Bist du jetzt ein Pirat oder so ein Piro? Zum 100. Mal. Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch kein Interesse, mich andauernd von dir in irgendwelche Abenteuer verstricken zu lassen. Ich mochte mein Leben, wie es war, bevor wir uns getroffen haben. Ruhe, Frieden, Gemächlichkeit. Kaperfahrten, Seeschlachten, Meutereien, Ermordung der Erstgeborenen. Sonntagsnachmittagsspaziergänge, Gartenausstellungen. Brandschatzen, Kielholen, Schatzsuchen, Kreuzigungen. Na verdammt, Rufus. Nicht jeder mag Konflikte und ich schon gar nicht. Magst du doch. Nein, mag ich nicht. Oh. Magst du doch. Nein und nochmals nein. Doch. Im Gegenteil, ich scheue Konflikte, ich... Okay, ich geb auf. Ha, wusste ich's doch. Du stehst immer noch auf sie, nicht wahr? Ich werde mal bei ihr vorbeischauen. Triff mich in Klein-Venedig vor dem Waffenladen, okay? Ich werde seelischen Beistand brauchen und medizinischen. Schon klar, du alter Haudegen. Okay, gut. Boso ist jetzt abgezogen... Frage, was wir jetzt machen. Kümmern wir uns darum, dass wir Boso... Also kümmern wir uns jetzt um Boso und um seine Bambina, dass wir mit der Lady Goal klarkommen? Oder gucken wir, dass wir mit der Krawall Goal klarkommen? Also ich würde mal sagen, wir schalten einfach mal, was haben wir hier noch zu... Wir haben jetzt gerade die Baby Goal, aber die wird jetzt nicht unbedingt. Krawall Goal wäre lustig, Lady Goal. Lady Goal ist, glaube ich, die das essen will. Nee, doch Lady Goal ist die, das essen will. Krawall Goal ist die, wir provozieren müssen. Mal gucken, ob wir die vielleicht provoziert kriegen. Hä? Was zum... Alles in Ordnung? Ja, super. Ich nehme dasselbe nochmal. Okay. Wie ist es, wenn wir mit dem mal quatschen? Hä? Ach du, was willst du? Hey, Baby. Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Du wirst schon noch weich werden. So weich wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Oh. Okay. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Keine Drohung, bitte. Ja, das ist halt eine Drohung. Das ist für dich eine Drohung. Quatschen wir gerade mal Gulliver. Hi. Ah, du schon wieder. Willst du jetzt endlich was bestellen? Stammkundschaft könnten wir mal... Machen wir das. Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los! Was sind denn das für Leute, die sich hier so rumtreiben? Naja, Gesocks und Gesindel halt. Diebe, okay. Halsabschneider, aber die gute Sorte. Im Moment ist es ja recht leer. Um diese Uhrzeit immer. Außer deinen Leuten ist nur noch Nott da. Er gehört zum unorganisierten Verbrechen. Ich glaube, er ist hier, weil sein Bruder Wink heute das erste Drittel der vorverlegten 5-Uhr-Schicht übernommen hat. Okay. Aber wie du dir vorstellen kannst, sind die Dienstpläne des unorganisierten Verbrechens etwas undurchsichtig. Dann ist da noch Garlev. Er kommt zum Spielen her. Was spielt er denn? Schnick, Schnack, Schnuck. Im Ernst? Dein gefährliches Gesindel spielt Schnick, Schnack, Schnuck? Das klingt vielleicht nicht nach einem Spiel für harte Kerle, aber die Einsätze sind hoch. Und sie spielen mit gezinkten Fingern. Okay, dann brauchen wir also noch eine gezinkte Finger. Was kannst du mir über das unorganisierte Verbrechen erzählen? Mit denen würde ich mich an deiner Stelle nicht anlegen. Sie sind unberechenbar und gefährlich. Wenn du mehr wissen willst, fragst du am besten Nord da drüben. Okay. Untergrundbewegung.
Das ist eine Sache, die wir sollten wir bei der Baby Goal nehmen. Weil die ist ja so scharf auf die Untergrundbewegung. Das war's fürs Erste. War ja auch genug. So, deswegen... Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch alles zu sehen? Sag jetzt bloß nicht, du bist ein Tourist. In dem Fall gehst du besser in die Oberstadt. Vorausgesetzt, sie lassen dich da rein. Downtown ist für Schmuggler, Hehler, Spieler und Piraten reserviert. Wenn du was Besonderes erleben willst, empfehle ich dir das Schnabeltier-Wataka in der Arena auf dem Markt. Die Kämpfe finden allerdings nur statt, wenn sich zwei Streithälse in die Wolle bekommen. Okay, gut. Wie war das gleich mit diesen Schnabeltierkämpfen? Das Schnabeltier-Bataka ist ein tödlicher Wettstreit. Ein Kampf auf Leben und Tod. Schnabeltier-Bataka? Das klingt aufregend. Schade, dass ich hier wohl keinen würdigen Gegner finden werde. Ich würde mich ja zur Verfügung stellen. Aber ich kann unmöglich eine Frau schlagen. Stimmt. Du kannst mich unmöglich schlagen. Ich meinte, dass ich dich nur ungern verletzen würde. Solange ich bei Bewusstsein bin. Genau. Okay... ja, weil die fährt er ja total drauf ab. Den Rest machen wir bis dann später. Mit den anderen dann wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. So, dann hauen wir die mal an und gucken, was man Schnabeltier-Bataka machen. Was willst du? Hey, Baby. Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Du wirst schon noch weich werden. So weich wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Das warte hier, ich bin gleich zurück. Keine Drohung, bitte. Schade. Irgendwie klappt das noch nicht so ganz, was ich eigentlich machen will. Ich will eigentlich die Dame ein bisschen provozieren, aber... Du, was willst du? Hey, Baby. Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Du wirst schon noch weich werden. So weich wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Schade. Warte hier. Ja, quatsch mal einfach noch ein bisschen mit Nord. Entschuldigung. Du schon wieder. Ach, ich würde wirklich gerne bei euch mitmachen. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Okay. Ich bin wohlverwegen genug. Bist du nicht? Ja, ich glaube, da kommen wir auch ich nicht Ich werde weiter. Schon bald bei euch mitmachen. Du wirst schon... Ja, ja, schon klar. Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. Okay. So, dann wackeln wir mal nach oben. Vielleicht kriegen wir ja den komischen Schlüssel vom Garleth. Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse herumtratscht. Oh. Okay. Wogegen rebelliert ihr denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Ach so. Tod dem Organon! Was hat dir der Organon denn getan? Na, er unterdrückt mich mit seiner ständigen Unterdrückung. Das macht mich rasend. Okay. Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts. Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. So passiv sind wir. Wow. Ja. Der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Okay. Okay. Lasst mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Okay. So, lass ich uns Ich gehe da mal wieder. Mach das. Genau. Lass uns spielen, bringt ja nichts, aber jetzt können wir endlich in die Toilette. Ja, ist ja gut. Wir brauchen den Schlüssel. Dann machen wir da mal auf.